Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, wie ihr seht, ohne Webcam, ich habe ja Bildschirmprobleme gehabt. Mein uralter Bildschirm, der wirklich gut war, aber G-Sync hat und so, hat einfach Probleme gemacht mit Windows. Den habe ich jetzt momentan nicht in der Verwendung. Ich verwende jetzt keinen zweiten Bildschirm. Und dieser Bildschirm, der ist so dünn am Rand, da kann ich die Webcam nicht gut hinstellen. Und deshalb, jo, leider jetzt momentan ohne Webcam, bis ich einen neuen Bildschirm geleistet habe. Ich könnte einen für 500 Euro kaufen, der auch HDR hat. Ob ich jetzt das dringendst brauche, weiß ich nicht. Wenn ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch HDR sehen wollt, ob ihr das auch seht, ich glaube schon. Ja, ihr habt da schon bessere Lichtverhältnisse dann auch. Jo. Aber mir würde das nicht so stören, wenn es einfach teurer ist. Also, ich habe so viel Geld, also so viel Geld, nein. Ich habe so wenig Geldprobleme eher, in dem Sinne, dass ich sagen könnte, ich kann mir auch mal etwas leisten, was mir da ein bisschen mehr aufs Konto drückt. Also, wie Verdienst habe ich nicht. Ich bin eben einfach sehr, sehr genügsam. Und jo. Bin ich natürlich auch, ja, sehr glücklich damit, dass ich nicht gerade so viel brauche wie andere. Aber es geht halt auch ein bisschen auf die Zuschauer, weil die Zuschauer natürlich nicht so genügsam sind wie ich. Ich hoffe einfach, ich kann euch das Beste geben. Gameplay und ja, vielleicht ein paar Tipps und ein paar Tricks oder irgendwas anderes. Ja, man sieht, die Gegner sind recht zäh noch. Aber jo, ja. Also, jo, ich werde eben jetzt wieder ein bisschen mehr Videos machen können. Ich habe einfach dieses Problem gehabt mit G-Sync und die meisten Monitore sind eine Art G-Sync. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Das war ein überraschender Tod. Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt! Ich habe mich doch geheilt! Es ist doch noch ein bisschen zu schwer. Okay, jetzt haben wir unseren ersten Tod. Weil ich hatte noch recht Leben und dann plötzlich bin ich sofort gestorben. Und ich spiele noch nicht so gut genug. Ja, heute erscheint auch Minecraft 1.20. Ich bin ein bisschen vorfreudig. Also nicht wundern, wenn ich nicht ganz so kurz... Ah, es leckt auch, seht ihr? Es leckt auch kurz. Okay, aber ist nicht so schlimm. Ich muss mich ein bisschen wegempfinden. Wenn ich die Waffen wieder holen kann. So. Aber ja, in diesem Spiel ist man öfters überraschend tot und nicht so selber schuld beim Tod. Man ist einfach sehr überraschend manchmal tot. Einfach so. Weil irgendwie ein Zauber oder so vom Gegner dadurch Lust hat, einen noch viel, viel mehr Schaden zu machen als sonst. Jo, wir müssen nach oben. Gut. Jo. Und ich tue natürlich den Zuschauern auch gut, also ich bin jetzt nicht immer so mega, wie sagt man denn, bringe ich Zuschauer aus oder so, ich tue sie nicht so stören bei mir, dürfen die Leute auch ein bisschen gechillt dazuhören oder so, sie werden nicht irgendwie berufen, da irgendwie etwas, ja, Nerviges zu hören. Ich will ja auch nichts Nerviges sagen. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, wenn irgendwas nervt oder einfach euch stört. Jederzeit dürft ihr mir helfen, gell? Und ja, nehmt einfach ein bisschen Zeit für euch, also ja, fürs Video. Müsst natürlich nicht, wenn ihr nicht viel Zeit habt. Wäre natürlich schon ein bisschen. Ja, toll. Es geht mir auch um die Aufrufdauer. Ist bei solchen Games auch nicht immer so hoch. Aber wer nicht, natürlich. Damit ich auch ein bisschen wachsen kann. Ich bin jetzt momentan auch ein bisschen eher zum Stagnieren. Würde natürlich schon toll sein, wenn ihr natürlich mir ein bisschen helfen könntet noch. Wenn ihr schon macht, ein bisschen mehr. Aber es ist euch überlassen, wie viel ihr machen wollt und was. Okay. Ich hoffe einfach, dass es für euch angenehm genug ist. Nicht irgendwie langweilig für euch ist. Heutzutage habe ich so das Gefühl, jeder will immer mehr sehen und ist dann mega enttäuscht, wenn er nicht gerade so viel
sieht, wie er will. Und so. Es tut mir schon fast ein bisschen leid, weißt du. So. Ja, also die Minions sind noch nicht stark genug. Ich sehe, ich bin eben auch einmal gestorben gerade. Ich will aber mehr einen Fortschritt machen. Ich will jetzt die Kampagne echt weitermachen. Weil dort hat's. Die Minions haben noch zu wenig Resistenzen. Ich möchte gerne zwei Set-Teile noch haben. Tragen. Oder also eine muss ich finden und eine muss ich einfach nur tragen. Das ist, glaube ich, die Rüstung. Und dann sind die Minions zäh. Und es gibt Nord ganz rechts, wo ich jetzt versucht geht habe. Ja. Oh nein, ich schon wieder diese Köder. So langsam mag ich sie nicht mehr so sehr. Aber sie sind natürlich eine super Leveling-Waffe. Für Zweihand-Builds oder auch für Einhand-Builds. Ja. Auch für Zauber, es wirkt ja auch auf Zauber, stimmt. Ja. Ziemlich eine gute Leveling-Waffe. Unbedingt mal verwenden, wenn ihr das Spiel habt. Zum Leveln werden, okay, die sind diese Teile so schnell. Auch wenn ihr keinen Brandschaden pusht oder Feuerschaden pusht. Einfach nehmen. Ja. Ja, die Gegner machen auch ein bisschen Schaden an mir selber. Das ist wahr. Das ist irgendwie sehr cool. Also ich liebe dieses Spiel einfach. Wenn es eben nicht poliert ist, das. Es hat noch dies und das, diese Probleme. Aber dafür sind die, die nicht so Probleme machen, einfach super. Das Itemization-System, in meiner Ernst, ich spiele Diablo 4 nicht, weil die Itemization, also wie die Items so umfangreich sind und verwendbar sind, ein bisschen zu schlecht in Diablo 4. Aber in Last Epoch sind die Items richtig gut. Ich finde irgendwie, es macht immer Spaß, irgendwie so ein Item zu finden, es zu tragen und so weiter. Natürlich ist manches schwer, so ab Level 60 ist es manchmal schwer, die richtigen Items schon zu finden. Aber das ist genau das, was mich so kickt. Ich habe so viel Spaß, oder? Und wenn ich halt mal Items nicht finde, dann mache ich ja einen neuen Charakter und finde dort die Items hoffentlich besser oder habe sie schon. Und das führt eben zu dieser Spielsucht. Das ist einfach genial. Also es ist nicht so eine Spielsucht wie zum Beispiel Ego-Shooter oder so, wo ihr mit dabei sein müsst, damit ihr besser seid als andere. Sondern es ist die Spielsucht einfach, du willst unbedingt den Charakter noch fertig machen. Du willst unbedingt das Item noch finden. Es ist so genial. Also ich habe so viel Spaß an diesem Game. Das ist einfach genial. Jo, und ich tue halt gerne euch die Sachen aufzeigen. Kann halt nicht ganz so mega gut alles. Das ist klar. Also dieses Moderations-Feature-Zeugs habe ich nicht so in mich. Ich will einfach die Games zeigen, ein bisschen über die Games reden, währenddessen ich das zeige. Und jo, ich habe irgendwie so das Gefühl, YouTube vor allem und auch Twitch sind so ein bisschen am Nörgeln. So ein bisschen am. Oh, mir ist langweilig. Ich will jetzt gerade nicht so ein Video schauen oder so ein Livestream schauen. Also die haben zu viel Erfolg und die nicht. Das ist ein bisschen zu nörgelig in den zwei Webseiten. Ja, schade. Ich nörgle jetzt auch nicht rum, weil der Charakter gerade nicht so schnell vorwärts kommt, aber es hat Leute, die dann gleich mal nörgeln und sagen, ja komm, der hat Probleme, dann schaue ich da nicht dazu oder so. Und ja, ist halt einfach so. Der Mensch, der will halt immer mehr und immer weniger Probleme haben. Das ist genau die schlechte Einstellung. Man sollte es im Gleichgewicht halten. Genau das, was eigentlich so die Mönche und alles mögliche so ein bisschen sagen. Ja, Chinesen, Shaolin-Mönchen und so, das tritt den meisten Menschen gar nicht mehr auf. Diese Ruhe im Körper, diese Freude an allem und so, das tritt nicht mehr auf. Ich bin halt einer, der recht geübt ist mit Shaolin und mit Ninjitsu. Und ich mache das Beste draus, oder? Dass ich zum Beispiel besser im Fußball werde, dass ich fitter werde, dass ich gesünder werde. Ich tue die Sachen beherzigen, aber
99,9999% der Bevölkerung leider nicht. Ja, da muss man halt schon ein bisschen drauf schauen, wie es angeht und worauf man Lust hat. Aber ja, Let's Plays werden aussterben. Sind eigentlich schon fast ausgestorben. Und deshalb habe ich ja nicht so viele Aufrufe. Liegt meistens an anderen und nicht an mir. Also schätzungsweise. Ich dürfte gerne sagen, wenn es nur an mir liegt, was gerade schlecht ist oder sonst irgendwas. Ich dürfte gerne sagen, ich weiß, dass ich auch nicht gerade so gut sein kann als einer, der 26 Millionen hat oder so. Die besten Let's Player damals. Ja. Kann ich natürlich nicht. Aber ich verbessere mich. Dank eurer Hilfe. Dank eurer Hilfe kann ich mich natürlich noch viel schneller verbessern. Und ja, mir geht es ja gesundheitlich ja nicht so gut. Da muss ich halt auch schauen, dass es mir noch besser geht. Aber vielleicht mit euch zusammen, also von euch aus geht es mir hoffentlich dann besser. Jetzt schaue ich erstmal, dass ich da ein bisschen fleißiger sein kann. Und ja. Eben, ich wohne in einer WG momentan, weil es mir nicht so gut geht. Ein bisschen mehr Unterstützung bekäme, aber ich es nicht bekomme. Ja, das ist halt ein Problem. Das ist ein bisschen doof. Aber so ist das. So ist das Leben, oder? Wenn du einmal angepisst wirst, wirst du von allen angepisst. Oder wenn ein Problem vorliegt, wie eine Krankheit, du hast noch mehr Probleme, weil andere dir Probleme hinzufügen. Die sagen nicht so, oh, der Frager, der ist krank. Nein, sie sagen so, hä, er muss mehr arbeiten, der ist krank. Das ist, oh, das Gift. Wer hat dieses Gift gebalanced? Heftigst. Da müssen wir ein bisschen weggehen. Geht doch auf ihn und nicht auf den anderen Gegner. Bitte, bitte. Ich habe hier Giftprobleme. Ich muss mir noch ein bisschen Resistenzen holen. Ja, die Gegner sterben auch durch dieses Gift. Muss mir ein bisschen weggehen. Jetzt habe ich auch ein bisschen Mana. Das ist ein Waffen. Jo, es ist noch ein bisschen zu schwer, scheinbar. Hey, meine Güte, die Map ist... Ich habe nicht auf die Map gedrückt. Lol, das Spiel meint einfach, sie müsste die Map aufmachen. Das könnte schon meine Tastatur sein, aber ich habe nicht auf den Map-Knopf gedrückt. Der ist unten drunter, das ist die A-Taste. Muss vielleicht die Map doch ein bisschen wegmachen oder so. Komisch. Nicht drauf gedrückt. Also der Finger habe ich nicht mal in der Nähe von der A-Taste. Naja. Also schauen wir mal kurz. Was sind die Resistenzen? 18% ist ein bisschen zu niedrig. Ne? Ja, ich habe eben keine Slots, wo ich noch verbessern könnte. Ja, Warp-Haft brauche ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt verwenden. Da mache ich ja den Schaden nicht. Habe ich irgendwas mit guter Rüstung? Ah, meine Güte, das Gift ist so stark. Das ist nicht so gebalanced. Titan Head würde less Damage machen. Aber dafür regenerieren wir kein Herzen mehr. Also Leben mehr. Diese Waffe ist ja nicht ohne. Habe ich überhaupt Resi-Sachen für den Sentinel? Glaube ich gar nichts. Ich habe ja den Sentinel noch nicht viel gespielt. Ja, typisch, wenn man nicht so viel Zeit hat. Man hat einfach keine Zeit, irgendwelche Resistenzsachen zu sammeln. Wir müssen es durchhalten. Ich werde es schon schaffen. Irgendwie und irgendwann. Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen durchbeißen. Ejo. Aber jetzt geht es auch ein bisschen schneller in diesem Level, hoffentlich. Dass nicht ein Gegner ist, der irgendwo herumläuft. Das ist ein Bone-Style, okay. Das ist ein Blutschaden-Turm. Genau. So, jetzt haben wir alle Waffen. Alles Keys nochmal. Ja, alle Waffen hätte ich auch gerne. Und jo. Oh, die Konzentration ist wegen der Konzentration auf die Gegner, dass ich nicht irgendwo reinlaufe, wo ein Ding ist. Ja,
Eine Markierung am Boden. Echt schwer. Hey. Also das sind zwei. Ah, Bots, okay. Ist als Bot und nicht Elite. Jo, wie geht's euch momentan so? Ich hab keine Zeit! Ich hab keine Zeit! Was? Okay, ich wurde gerade gefragt, wie viel ich essen will. Die wissen ganz genau, wie viel ich esse. Ich verstehe doch die nicht durch die Tür. Es sind zwei Türen von meinem Zimmer. So. Also die Wege, weißt du. Ist so störend. Den ganzen Tag wirst du eigentlich nur gestört, verlangt und ist einfach für mich gar nichts. Ich brauche meine Zeit, ich brauche meine Ruhe und das ist halt einfach manchmal, kannst du nie aufnehmen. Kannst du auch nie. Weil du immer wieder Leute, einfach die Leute brauchen. Sind ja Hammer. Und jetzt habe ich heute auch schon wieder 16 Stunden vergödet vom Tag. Weil es mir auch nicht so gut geht. Bin ich eher auch ein bisschen mehr am Ausruhen. Es ist sehr heiß. Es ist unglaublich heiß heute in der Schweiz. Da hast du einfach ein bisschen Probleme. Du bist ein bisschen genervt, wenn ich Leute störe. Das ist ganz klar. Also 53. Das heißt, also die Minions können jetzt mit dem Ring. Hast du schon eingeführt? So, den brauche ich ja nicht mehr. Gut. Also, den ersten Schritt haben wir schon mal. Der Bild wird dann bald ein bisschen besser. Und hier müssen wir es killen. Da haben wir auch schon Maximum. Ich glaube, Armor Shed. Ich schaue lieber mal nochmals kurz. Danke. Stell doch um, liebes Windows 11. Genau, Armor Shed auf 5, A4, 5, 2, das eine nur das hier, weil ich das noch, ja, elementare Resistenz lasse ich noch, minus. So, hier muss ich, Fire Damage ist nicht, oder? Doch ist 4. Dann mache ich zuerst mal noch einen Punkt hier. Hier muss ich da unten irgendwo hin. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ist jetzt nicht aufgenommen, okay. Hier muss ich. Ich wieder zurück. Was war's? Wir müssen durcheinander. Armor. Ah, das ist ein altes Bild, deshalb habe ich es nicht gefunden. 1, 2. Also 2 hier. Dann hier muss ich... 5. 3, 4. Mache ich lieber Area. Und der muss ich jetzt zuerst freispielen. So, dann haben wir eigentlich alles. Dann können wir noch ein bisschen weiter. Ah, das haben wir noch. Wahrscheinlich lieber auch nochmals ganz genau, weil der Guide hat schon sehr ausgeschliffen ist. Ja. Einen Punkt muss ich hier noch. Und dann haben wir hier Health, Armor, gut. Und Armor on Hit. Nein, der Shield on Hit. Okay. Also eine Mission haben wir schon mal freigespielt, aber die anderen Missionen machen alle immer gleichzeitig, oder? Wir müssen auch sehr direkt im Anschluss und ich warte noch längere Zeit, bis ich dann wieder weiter spielen kann. Dafür hätte ich sie auch zumachen können durch.
Ja. Das ist jetzt gerade nicht so ein tolles Level. Ich werde das selber an der Tür aufladen. Ich mach sie kurz nachher zu, wenn das Level fertig ist. Genau, Health und so. Ist zu wenig Resistenz. Recht viel Geld. Nicht schlecht. Ja, für die, die nicht so oft schauen oder das noch nicht wissen, das ist gerade also gesundheitlich mit der Krankheit ein bisschen schwer, auch richtig dabei zu sein. Also, ich habe jetzt einfach ein bisschen zu sehr viel Ablenkung. Aber einfach nur wegen der Tür, wegen der Hitze. Aber es geht, also. So. Kann einfach nicht allzu optimal spielen. Oder? Ich muss auch die Konzentration schon aufs Spiel setzen und nicht aufs Reden. Das ist schon genug schwer. Also jetzt ist fertig. Also jetzt ist es fertig gewesen. Ich habe die Tür zugemacht. Das ist ein Geschrei draußen wieder, nur weil eine kocht. Ah. Wenn ich koche, ganz ruhig. Nie etwas wird geredet. Aber die ganze Zeit das herumgeschreien der andere. Nein, er ist die Tür am Wackeln, weil einer die Haustür aufgemacht hat. Katastrophal. Ich habe gesagt, ich gehe unter einem Umständen in eine Wege. Ich will Ruhe haben während des Let's Playens und Livestreams und was? Es wird nichts angehalten. Ich fühle mich wie eine, ja, eine Person, die leiden muss, oder? Die einfach von anderen zum Leiden gebracht wird. Das ist natürlich nicht so toll, oder? Und für euch natürlich auch nicht so toll, wenn weniger oder einfach weniger tolle Livestreams und Let's Plays kommen. Ja. Und scheinbar eben hat Windows mir halt alles auch ein bisschen kaputt gemacht. Ich kann nicht mehr jetzt täglich livestreamen. Geht einfach nicht. Weil sonst einfach immer die ganze Zeit diese Bluescreens kommen. Und mir einen zweiten Bildschirm auch momentan fehlt. Ui. Tja, die Welt, die macht nur Böses. So wie du lebst, leben musst und so, es ist halt einfach meistens nur irgendwie negativ. Du musst irgendwie den Weg finden, alles positiv zu machen und zu finden. Und ja, das Problem ist, oder meistens kann eine Person selber nicht für sich selber gut machen, aber viele wollen es auch nicht gut haben, scheinbar. Also, ja. Sehe ich einfach meistens, oder? Das den Menschen eigentlich egal ist, wie es ihnen geht, oder sie nur herumnörgeln, sehe ich immer wieder. Das tut mir so leid, ich möchte den Menschen wirklich Gutes tun, mache auch immer viel Gutes, aber ja, entweder lassen sie sich nicht helfen, oder sie machen selber, dass es uns allen schlecht geht, oder? Also, viele Menschen müssen einfach sich mal ein bisschen am Riemen ziehen. Uns einfach besser machen. Die Allgemeinheit muss es besser machen. Vor allem in der Schweiz hat es halt sehr wenig Korruption und jo, das Geld wird nicht verschwendet in der Schweiz. Das führt halt zu mega großen, hohen Preisen. Heute, jetzt gerade vorher auch, war ich einkaufen und ich habe mehrmals was gekotzt von dem Preis. Ich hätte mich so übergeben, wenn der Preis noch teurer, noch ja, höher wäre. Schlimm. Das ist einfach nicht angenehm. Und der Mensch macht sich selber das. Er hat zu viel Geld meistens, oder? Also meistens. Die, die zu viel Geld haben, die machen den, die zu wenig Geld haben, halt einfach auch zu sehr Mühe. Das ist es leider. Das ist ein schlechtes Level. Wer hat diese Monster hier zusammen machen lassen? Wer hat den Editor so angestellt? Ein Level-Editor, was für Monster kommt. Das ist ja so ein schlechtes Level. Weil die sind viel zu zäh. Die sollten sie jetzt endlich mal ein bisschen
wenige Zähne machen. Dann sagen wieder da die Vollpros, ich habe mein Bild gemacht, wie wahnhätig muss ich Zähne haben. Ja, aber vielen Fans tun ja, den Games meistens ein bisschen schlechter. Es muss so das Mittelding gefunden werden. Das Balancing muss sich an den Mittelpunkt angepasst werden. Und nicht an den, also, ja, an den Fans. Oder es gibt ja viele Publisher, wie zum Beispiel Blizzard, wo nur den Anfängern alles anpasst. Und ja, ich kann wegen Blizzard zum Beispiel Diablo 4 nicht zocken, deswegen wäre nicht zufrieden. Ist schade, aber viele sind scheinbar sehr zufrieden. Ja, weil es einfach die Allgemeinheit ist. Es sind mehr als 90%, wo es halt gut finden. Aber die spielen halt auch nicht so viel. Die wollen nicht irgendwie, ja, schwierig haben oder so. Oder einfach nicht gut balanciert haben. Das ist halt diese Casual. Die Leute, die eher casual sind. Oder was das Spiel für eine Stunde spielt und dann nie mehr. Ja, denen tun sie Folgen, diese Blizzard. Und, wow. Ich kann einfach nicht so gut drüber reden. Ich schaue lieber, wie eben das Spiel sehr viel Spaß macht. Weil da wird man gefordert. In diesem Spiel wird man ein bisschen gefordert und man muss ausweichen. Und Blizzard, ich habe jetzt 2-3 Stunden Leistung gesehen gestern. Ab dem Start vom normalen, oder nicht vom Vorbesteller. Hey, ich konnte fast nicht mehr. Es war einfach nicht schwierig. Die Builds sind einfach durchgerusht und haben dann Lilith oder wie sie heißt, einfach getötet, fertig. Es war nicht spannend. So, es war einfach nicht spannend. Und da seht ihr, wie spannend Last Epoch ist, oder? Es ist einfach 1000-mal spannender als Diablo 4 momentan noch. Ja, und ich freue mich einfach riesig, wenn ich dann die 2 Z-Items tragen kann. Und eines noch finde. Hey, darf ich auch mal laufen? Hä, wie viel? Habt ihr das gesehen? Die Hitbox, die war so 2 Kilometer breit. Ich konnte einfach nicht mehr weiterlaufen, weil ich immer zum Gegner gelaufen bin. Okay, das war auch scheinbar ein Bug. Ja, ist ja nicht so schlimm. Last Epoch hat halt einfach noch 1000 Bugs. Aber habt ihr den letzten Part gesehen? Ich kam ja nicht weiter. Ich konnte ja nicht zu den Monolithen weitergehen. Ja. Was sagt man dazu? Es ist noch ein bisschen viel verbuggt. Okay. Ja, so schlimm ist nicht verbuggt. So, jetzt haben wir aber 2-mal gedrückt. Ja, jetzt haben wir noch unsere Minions noch mehr verstärkt. Also so wie ich weiß, jetzt im Singleplayer haben die Minions recht viel Leben dann, wenn wir die 2 Rüstungen haben. Habe ich da aber auch gar nicht gezeigt, weil ich damals da nicht so aufnehmen konnte. Ich war ja, hatte ja diese Übersäuerung vom Blut. Hab nicht so viel ausgehalten. Ja, jetzt momentan muss ich auch schauen, dass ich nicht eine Übersäuerung bekomme. Es kann nämlich wirklich sein, dass mein Blut dann bald wieder übersäuert ist. Oder zu fest übersäuert ist. Es gibt immer Säure im Blut. Aber der steigt halt mit diesem Blutzucker und so. Egal, ob der Blutzucker hoch ist. Bei mir ist er sehr tief, aber wenn ich zu wenig Insulin produziert habe, produziert, oder? Dann kann sich das Blut übersäuren. Und das macht halt immer weh. Also dann sind die Muskeln halt sehr am Schmerzen. Ja, ich muss einfach schauen, dass es mir genug gut geht. Und vielleicht kann ich momentan nicht gerade diese Anspruchs von euch tilgen. Vielleicht macht es auch nicht so viel Spaß, mir zuzuhören. Aber das sagt ihr am besten selber, wenn es euch ergeht. Dürfte immer schreiben oder auch privat auf Discord oder so. Unten ist ja der Discord-Server, da schreibt ihr, da geht ihr rein und danach schreibt ihr mir bei privat. Ich bin übrigens der Pro Nico, wenn ihr das nicht seht, was ich heiße sonst Drago Basel. Aber wenn ihr Drago Basel irgendwie nicht lesen könnt oder so, dann, wenn es ein Fehler ist oder einfach mein Originalname steht, heißt einfach Pro Nico. Also Pro und Nico. Nicht wegen Pro. Einfach, weil ich ihn den Namen nicht fand.
und irgendwas brauchte, was mit Nico zusammenhängt. Mein Nico war mein bester Freund, also mein bester Schulkamerad, nicht Freund natürlich, so von Finne. Die Deutschen ja nicht gerne haben, die Schweizer sagen immer wieder Freunde. Ja. Immer nur pervers. Die Deutschen sind ein bisschen öfters pervers. Nein, natürlich ein guter Schulkamerad, der war nicht in meiner Schulklasse, aber war in der Pause immer bei mir, weil wir Fußball spielten, wir zwei. Und ja, das war einfach nicht komisch genannt, das zweite Account. Weil beim ersten habe ich keinen Zugriff mehr, weil ein Authentificator nicht zurücksetzbar ist. Ich glaube, wir haben ein altes Handy schon weggegeben. Und das neue Handy findet es nicht, also das hat schon eigentlich Discord richtig schuld. So, also, dann machen wir da mal ein bisschen Pause. Der nächste Part kommt dann so bald wie möglich. Ich schau mal kurz, wo steht es? Ja, 31. Ja, gut. Also, dann, jo. Wenn ich kürze oder längere Parts machen soll, dürfte das auch gerne sein. Gut, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler.